Guck, was erschreckst du mich so, Mann? Das war ultra laut. Ich muss mein Headset leiser machen. So, und wo müssen wir jetzt rein, Kroko? Erzähl mal. Wir gehen tatsächlich jetzt in was Ähnliches wie den Kanal, und zwar in die verfickten Backrooms. In die verfickten Backrooms, Mann! Und dann werden wir dir mal wieder zeigen, okay, wie krank wir ganz escapen. Kurz. Benenne deine Reise. Nick Boss. Nick, ja, Boss, ich glaube, Kroko Beats ist Jupiter. Okay, Kroko Beats klingt aber wirklich, als würde es gleich eine Fan, hier eine Dings. Wie heißt? Fanfiction. Ja, ja. Kroko Beats klingt wirklich wie... Und er setzte sich neben ihm auf die Couch und plötzlich überlegten sie sich, wie schön dieser Stream war, den sie gemeinsam erlebt hatten und wie glücklich sie aus den Backrooms gekommen sind. Kokos Blick wandte rüber zu Nick und er streifte durch sein langes braunes Haar und sagte, hey Nick, ich hab dir etwas schon lange nicht mehr erzählt. Dabei zog er an der Elfbar und überlegte, während er an die Decke starrte. Nick fragte, Koko, was hatte dieser Blick zu bedeuten? Koko legte die Elfbar weg und kam seinen Lippen näher. Er merkte, wie rosa seine Lippen waren und wie clean und etwas feucht. Er zog seine Lippen raus und gab ihm einen dicken Schmatzer auf seine Reise erstellen. Hat Koko unverschmäht den Nuss Maul genommen und dran genuckelt, als wär's ein Saxophon, Alter. Digga, das Ende kam ein bisschen zu dramatisch gerade. Bro, Freddy ist drin! Bro, Digga! Ja, das bin ich, du Vollidiot! Achso. Ich bin Freddy. Sorry, klar bist du Freddy. Ja, Freddy ist überzeugt. Okay. Ah, ja, gut, zieh mir fest, Alter. Ja, chill doch mal, das Spiel muss ich erstmal aufbauen. Freddy, keine Show, deswegen heißt du so. Haha, telemedial! Zeig doch mal den Hoodie! Telemedia. Ich muss sagen, das sieht aber von allen Backrooms-Games actually sehr gut aus. Also ich finde die Grafik... Nickbit, keine Show! Nickbit, keine Show! Kann man noch ein bisschen lauter machen, das Spiel so? Drücke Inventar, um deine Ziele anzusehen. Oha, Digga, drück mal Tab, da ist Aktienstand rechts. Oh, was? Warum? Digga, Cortisonspiegel, Epilepsie. Warum haben wir Geschlechtsreichweite? Filme Smiley. Filme Pitfalls. Filme. Acht verfickte VHS-Kassetten. Aber ich würde halt trotzdem sehr gerne das Spiel lauter machen. Ja, gut, aber was ist jetzt zum Bleistift, wenn wir einfach im Aufzug drin bleiben? Ich glaube, so kommt hier den Easter Egg. Digga, lass mich doch mal rein jetzt. Sorry, ich bin ja, ein bisschen. So lehnt man sich so komisch, wenn man nach links und rechts geht. Sorry, Chat, ich krieg's gerade nicht lauter als so. What? Oh, warum? Was hast du gemacht? Nichts. Es blinkt alles rot. Ja. Okay. Komm. Heißt das, wir sollen. Was heißt denn das? Ja, weiß ich nicht, Digga. Bruder, wenn ich laufe, dann ja, ist es, als würde ich so wegtrippen, ja. Alter. Ja, keine Ahnung, das ist halt schlecht bezahlt jetzt halt damit Alarm. Wieso? Aber wieso ist jetzt der Alarm angegangen? Ich check das gerade nicht. Ja, okay, also hier ist ein Loch. Ich geh mal ins Loch. Ah, man kann sich hier verstecken. Nur einer. Jeder für sich. Koko, das zahle ich dir immer noch heim. Du hast mir damals meine Locker immer weggenommen. Jeder für sich. Oder warum? Ich verstehe das nicht, wie kann man so sein? Es ist nur Platz. Basically nur Platz. Okay. Es hat aufgehört. Okay, wir können raus. Gut, haben wir überlebt. Wo bist du? Ich sehe dich da hinten im Loch. Komm da raus. Ich habe eine Videokassette gefunden, okay? Ehrlich? Ein VHS-Tape. Also brauchen wir das nur noch einen Rekorder. Eine von acht. Aber das ist ja, ja genau, wie, Koko? Jo, alles gut? Jo, Schere. Okay. Ja genau, wir brauchen... Bruder! Mann!
Wir brauchen einen Videorekorder. Das stimmt. Wo bist du? Wo bist du? Ich laufe hier hinten gerade so ein bisschen rum. Wo bist du? Ah! Kroger. Nein. Wo bist du? Der schreit so wie ich! Es ist alles dunkel! Ich sehe nichts! Ah! What the fuck? What the fuck? Oh mein Gott, what the fuck? Bro, oh mein Gott! Oh mein Gott! Lebst du noch? Es ist alles dunkel. Oh mein Gott! Er kommt! Oh ja, er kommt! Hallo? Oh! Oh! Bruder, war es nur dunkel, weil ich gegen die Decke geguckt habe? Nee, okay. Wo bist du? Tot. Digga, du willst mit mir ein Back-to-Back-Rooms-Challenge machen? Ja, Bro. Digga, sei froh, dass dich nicht gehittet hat, Bro. Der handelt mich auf einmal mit alles schwarz, hä? Bruder, ich wäre halt einfach schnell ins Loch gehüpft und gut ist, dann hätte er mich nicht bekommen. War das diese Kabelmonster? Mhm. Oh, ja? Okay. Oh, ich hab noch eins. Das war eine Drahthurensohn. Nee, das ist eine scheiß Zeitung, Digga. Baitet. Ja, gut, das hat auch ein Blinder gesehen. Sorry, tut mir leid. Oh, ja, aber weiß ich nicht, lieber habe ich jemanden, der solche Calls macht, anstatt dass mir jemand noch mitspielt und mir hilft und sowas, weißt du? Ja, das wäre echt so ein bisschen zu einfach dann auch. Ja, okay, also ich muss 7 VHS. Digga, du musst es jetzt carryen mal. Ja, mache ich doch gerade, Digga, ich bin hier so krass. Digga, das sind 7 Kassetten, Digga, schenk doch mal an, Digga, das kann nicht so schwierig sein. Halt's Maul. Okay, Pfeil nach da, aber da komme ich gerade her und da war nichts. Ja, lässt sich doch nicht in den Backrooms von einem Pfeil baiten, Alter. Eigentlich stimmt da, die immer. Wo der Pfeil hingeht, Alter, da musst du immer in andere Richtung gehen. Also legit, in jedem Backroom-Game muss man wirklich dahin, wo der Pfeil war. Das Snowcap. Nee, nur in einem. Okay, dann ist es vielleicht das? Heyo Pippo, danke für 16, nicht, man! Chat, ja, ihr okay. Müsst euch beruhigen, ihr müsst euch dringend beruhigen. Nein. Oh. Hör auf zu lachen. Hör auf zu lachen. Und Chat, ich feuer ab. Aber ja, sieht man gar nichts mehr. Gib mir doch eine scheiß Flashlight. Alter, danke dir. Ist verboten. Gib mir Flashlight! Lass los, Bruder. Schau mal auf deinen Cortisolspiegel. Du siehst, du bist schon sehr gestresst. Ja, Cortisol von... Nee, ist wieder im Grün, ist wieder im Grün. Aber bisher... Hier ist hier nichts. Akira, danke, Alter. Vielleicht habe ich schon ein Flashlight. Nee, okay, das hätte ich in der Tasche. Na, du hast sicher ein Flashlight, aber nichts zum Leuchten. Du musst halt einfach jetzt abwarten, oder wie? Ja, der ist schon wieder da. Ich stehe schon weiter. Ja, okay, das war eine Sekunde. Mhm. So. Ich habe die ganze Zeit so das Gefühl, ich werde verfolgt. Ich höre die ganze Zeit so ein bisschen Schritte hinter mir. Das haben tatsächlich die Backrooms an sich, ja. Digga, du redest, als ob du irgendwas geleistet hast bisher in diesem Spiel. Sitzt da jetzt zurückgelehnt mit deiner scheiß Elfbar und guckst mir dabei zu, wie ich hier wieder am... Oh, die Pfeile zeigen gegen die Wand. Ach so, hier ja, wahrscheinlich. Ja, aber guck mal, wie krass die Graphics sind, Digga. Du kannst die kleinen Noppies zählen, Alter. Ja. Du siehst richtig, wie das, guck mal, wie das gesprayt. War noch nie. Ja, die Sahne schützt die Feuer ab. Versteck mir jetzt dunkel. Ja, schreit, ja. Ja, das ist tot, ja. Oh nein. Ja, aber mich flamen, ja klar. Wie viele Kassetten hattest du? Unmöglich. Digga, wenn dieses Vieh dich jagt, dann ist Schicht im Schacht, Bro. Es macht alles dunkel und GG. Bruder, warum gibt uns dieses Scheißspiel nicht einfach eine scheiß Flashlight? Wieso gibt uns dieses Spiel nicht einfach ein scheiß Flashlight? Dann wär das halb so schwer. Finde ich auch nicht so ahnbar tatsächlich. Okay. Vielleicht liegen hier im Aufzug irgendwie, wir haben das übersehen. Warte, wohin führt dieser Weg drücke hier? Drücke Taschenlampe um die Taschenlampe. Drücke Taschenlampe? Oh, wir haben auf T eine Taschenlampe. Wir Taschenlampe. Drück T! T! Oh,
gut, teilen wir uns jetzt einfach auf, oder? Nee, wir suchen zusammen. Ich gehe dem Band nach. Ich gehe dem Band nach. Okay, hat die... Was meinst du, hat die so... Braucht die auch so Batterien und so einen Scheiß, die Taschenlampe? Ich würde die auf jeden Fall auslassen, ne? Oh, da steht Help, gut. Oh, Schere, Schere, Schere. Weg, 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 weg. Nee, da passiert nichts. Achso, noch passiert nichts. Sicher? Warte, oh, ich hab da was gefunden. Okay, lass uns abwarten auf Safe. Hä? Ich hab auch was gefunden, was ist das? Das ist ein Stuhl. Ja, ja. Ich war noch nie in Japan. Das ist ein Stuhl. Ja. Nee, ich war noch nie in Japan. Stuhl, oder was? Ja, aber hier ist passiert irgendwie nichts. Herzlich willkommen in Graz. Ja, so stelle ich mir auch Graz wieder vor, ey. Oh, ich kann pfeifen. Hörst du mich? Ja. Auf R. Können wir uns... Ja, ist wieder gut. Mach nochmal. Ja, okay, okay, check. So find, guck mal, so, find, so finden wir uns immer. Easy. Ja, gut, hier hört's auf, die Spur leider. Oh, da hinten geht's auch noch weiter. Wie findet ihr mein Pfeifen? Actually strong, oder? Ja, gut, das hat mir damals Yannick Westphal, der auf meinen Stuhl gekackt hat, der hat mir das damals beigebracht. Hat der auf deinen Stuhl gekackt? Der hat auf meinen Stuhl gekackt damals, ja. Ja, dritte Klasse hat er mir beigebracht, wie man ohne Finger pfeift. Danke nochmal, Yannick. Wenn du dir zuguckst, Gott lieb dich, Bruder, ich will dich mal wiedersehen und ich habe ein paar neue Stühle, die du bedienen kannst. Jo. Okay. Irgendwie haben wir uns verloren, also sorry, ja, nee, ich bin einfach kurz vor dir. Ach nee, das war wieder meine Schiedslos. Ich dachte, du läufst hinter mir her. Ich hab eine! Kassette? Ja. Die liegen einfach nur auf Boden, oder? Liegen einfach auf Boden. 1 von 8 steht da auch. Okay. Ey, Bro, ich frag mich aber, ob dieses VHS-Kassetten sammeln für das nicht für das, vielleicht für das ganze Spiel und nicht nur für das Level ist. Also vielleicht müssen wir einfach nur einen Ausgang finden, wie wir es in jedem ersten Level haben. Und gar nicht die 8 VHS-Kassetten checkst. Also ich laufe gerade das ganze Level ab und mache mir ein grobes Konstrukt in meinem Kopf, wie das aussieht. Smiley! Hast du ihn gesehen? Nee, den hat jemand gesprayt an die Wand. Da hat ein Graffiti-Artist hat das gemacht. Banksy. Ja, das sieht stark nach Banksy aus. Es wird dunkel. Scheiße. Schere, oh mein Gott, oh, ich bin so eng. Oh. Wie? Was? Oh Gott. Schere. Ist actually gar nichts hier draußen. Wo bist du? Ich verstecke mich. Oh! Schere, 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 Schere. Unge. Aber schon dumm, dass da nur einer rein kann. Naja, ich glaube, hätte ich mich mal nicht so fett gemacht, dann hätte Kroko noch auf die andere Seite gehen können. Also ich glaube, das ist actually für 2 gemacht, das Ding. Oh mein Gott, ich bin ganz... Was? Oh mein Gott. No way. Bro? No way. Was ist? Der Hund, blink. Oh, naja, Nick. Was denn? Ich sag dir mal was, ja. Och, Deckung. Bitte. Du redest schon wieder Deckung. So. Du redest schon wieder so, als wärst du tot und würdest mich spectaten. Ja, die Deckung ist leider nicht gut bezahlt. Also was ist passiert? Erzähl mal, was passiert ist. Also ich war in der Deckung, er geht vor die Deckung und hat mich abgestochen. Ja, aber okay, wenn ich jetzt gleich eine Deckung sehe, dann zeig ich dir das mal. Digga, warum pfeifst du, du kleiner? Ja, aber das nimmt ja nicht Ingame-Mic auf, ne? Das. Naja, trotzdem, aber pfeifen ist ja ein Ingame-Sound, oder? Ja, aber ich habe ja nicht in der Deckung gepfiffen, oder, Arschloch? Hä? Ich habe gerade gepfiffen, ich meinte gar nicht dich. Ach so, sorry, Sherry. Pass auf, hier, guck mal, da ist eine Deckung, ich zeig dir das jetzt mal. Ja. Du kannst in der Deckung, musst du noch hier rein. Ach so! So!
und da drüben würde auch noch ein zweiter hinpassen. Checkst du? Da hat was geleuchtet? Wo? Hey, Porange, danke, Mann. Wo? Chat, wo hat was geleuchtet? Es ist dark. Ja gut, dann verstehe ich, dass ich dark. Oder? Hey, nee, es ist gar nicht dark. Ich hab Schizos. Okay, Nick, du musst jetzt einfach noch 7 Kassetten finden. Ich bin im Kreis gelaufen. Ich daubte, dass ich Kassetten finden muss. Ich glaube, ich muss wirklich einen Ausgang finden. Wirklich. Ja, aber da steht der Objectives. Ja. Ja. Aber da steht auch Filme irgendwas. Und was für Filme? Ich habe keine Kamera. Naja, du sollst halt einen Smiler finden. Oder ist K-Kamera oder so. Aber einen Smiler habe ich eben schon, einen Smiley habe ich eben schon gefunden, tatsächlich. Der hat mich schon angelächelt. Ehrlich? Ist der okay. Gruselig? Da lang. Der sah ziemlich gruselig aus und vor dem habe ich mich ordentlich erschreckt, ja. Okay. Okay. Oh shit, das war mein Ende. Wenn ich jetzt kein... Gib mir ein Versteck. Gib mir ein Versteck. Besteck leider schlecht bezahlt. Also Versteck. Das ist gerade. War das Mili? Smili verfolgt mich! Smili verfolgt mich! Oh. Ah, gut. We still alive. Du brauchst nur noch 7 Kassetten. Ey, ich schwöre dir, ich weiß, was mein Call ist? Es gibt 8 Level und auf jedem Level gibt's eine VHS-Kassette, sage ich. Mhm. Weil, guck mal, wie viel wir hier schon rumgelaufen sind, als ob wir nicht schon eine zweite Kassette gefunden haben. Wir haben jedes Mal nur eine gefunden. Das stimmt, ja. Okay, es ist wieder hell. Ich sag, wir müssen nur einen Ausgang aus diesen Wänden finden. Und das war ja immer so ein Loch. Ein Ausgang, Champ. Boah, stell dir mal vor, ein Ausgang ist einfach so ein Versteck, aber wo es weitergeht. Das wäre so mies, man müsste jedes Versteck abchecken. Oh, was ist hier? No, verfickte Scheiße. Meine ganze Theorie ist Müll. Meine ganze Theorie ist Müll gewesen. Die Theorie ist jetzt aber ganz schlecht bezogen. Oh nein, das heißt... Oh nee, oder? Hier kriegt er mich nicht. Der ist nicht so flink, dass er das schafft. Komm her! Das ist respektlos. Komm her! Du pfeifst der wie du runter. Komm! Der wird dich so auseinandernehmen. Der wird dich so auseinander... Wie kann man so sein? Kann man so sein? Digga, Nick, du hast gegen dich selbst verloren gerade. Man ist doch immer sein größter Feind, oder? Boah, deep, real and true. Ey, ich fand's einfach nochmal nicer, wenn wir zusammen danach suchen. Weißt du, vielleicht diesmal ein bisschen länger zusammen? Ja, das ist recht, das wäre gar nicht so schlecht. Machen wir so, kein Problem. Gott, wir gehen rein. Ist ein gut bezahltes Team. Ich sage, ich gehe wieder da dem Band nach. Gut. Und wenn du, wie gesagt, wenn du dich nicht traust alleine, dann einfach und dann bin ich da. Okay? Jetzt schon? Oh, guck, wirklich? Okay, ich komme. Aber gut, ich sage auch, wir können mit deiner Theorie nachgehen und, naja, die Verstecke abchecken. Okay. Dann krabbeln wir mal in die ganzen geheimen Löcher. Da bist du gestorben. Bin da bei den Schachten. Boah, stell dir mal vor, die Theorie ist real und der Ausgang ist wirklich in so einem Loch, Alter. Boah, Coco, hättest du mal Bock auf so einen Raum mit Glory Holes? Warum? Einfach nur so. Hättest du da mal Lust drauf? Ja. Nein. Angenommen ja. Würdest du dann lieber im Raum sein oder was in den Raum halten?
Ich würde sagen, das kommt ganz drauf an, wer am anderen Ende wartet. Stell dir mal vor, ich bin da. Und dann bin ich drinnen. Oh. VS, ich hab eine. Da bin ich der sogenannte Saftbeauftragte. Und ich bin der Safter. Na gut. Okay. Hab eine Kassette. Wird dir bei Tab jetzt auch 1 von 8 angezeigt oder zählt das? Mhm. Ja, ne? Okay. Mhm. Ich schwör Licht aus, Katastrophe. Du hast schon eine, oder? Yes, Sir! Diesmal hole ich die zweite, sage ich. Okay. Ich bin auf einem guten Weg. Pause, Champ. Fünfmal. Hast du gehört? Fickte Scheiße, nee. Ich weiß, wer es gehört hat. Smili hat es gehört, nämlich. Kleine Bastard. Digga, wir sind so weit auseinander, dass es okay, crazy. Ist wieder hell. Hast du mal Pfeifen gehört? Nee, gar nicht. Oh mein Gott. Ich glaube, da ist ein zweites Tape. Nee, doch nicht. Nick, ich will nicht snitchen, aber was denn? Brokebish, Hanna? Was für snitchen? Kuskan Kerneki. Warst du mal in Ulm? Actually war ich mal in Ulm. Ja, da steht die größte Kirche Europas, glaube ich. Oh, was ist das für ein Zeichen? Ah, okay. Es waren, also Gott schuf 4 Menschen. Jo. 3 mit Depression und einer, der glücklich war. Der Glückliche ist aber, hat nicht überlebt, sondern die mit 3 Depressionen. Deswegen hat sich eine Überdepression gebildet und das wurde zu unserem heutigen Menschen. Ich glaube eher, da hat jemand den Coronavirus predicted. Okay, kann auch sein. Okay, ich versuche nochmal, Coco, wenn ich jetzt gleich nicht antworten sollte, bin ich wieder runtergefallen. Aber ich versuche jetzt gerade nochmal rüber zu laufen. Aber bist du bei dem Raster? Ich bin beim Raster, aber es wurde dunkel. Ja, auf. Ich bin da drüber gegangen, über das Raster kommt man in eine neue Sparte von dem Level. Ah. Vielleicht finden wir uns dort. Okay. Warte mal ganz kurz, wenn du das gerade gesehen hast, dann musst du ja schon wieder tot gewesen sein! Kannst du mir das mal ganz kurz erklären? Ich bin auch so gestorben! Ist nicht real. Bist du da auch abgeglitscht und runtergefallen? Du Wichser! Das ist so unfassbar! Ist das gestört? Na, wie gesagt, die Raster sind immer schlecht. Die Raster sind sehr schlecht bezahlt. Okay. Gut. Finden wir jetzt mal diese scheiß Tapes, Digga. Wie wollen wir eine Win-Challenge von den Backrooms machen, wenn wir eine fucking Dreiviertelstunde in dem gelben Scheiß-Level sind, Digga? Ja, ich sag, das gelbe Scheiß-Level ist wie. Oh, achso, das ist der Aufzug. Ich sag mal jetzt einen ganz crazy Hot Take, aber ich glaube, es gibt gar keinen Ausgang. Digga, das wäre so krank, wenn sie im Trailer und so zeigen noch andere Level, aber es gibt die gar nicht. Und stell dir vor, es gibt auch kein 8. Tape, so du kannst immer nur 7 finden und du stirbst dann einfach auf der Suche nach dem 8. und du wirst es nie schaffen, weil es actually die Backrooms sind, Digga, da, oh mein Gott, ja. Ich melde Patent an, das ist meine Idee. Ich glaube, wir müssen über das Raster, um ins Level zu kommen. Smiley, glaubst du, wir müssen übers Raster? Ja. Und da liegt direkt auch ein Tape. Das nehme ich mit. Ja, aber die Frage ist, wohin führt uns das Raster? Also ich bin jetzt basically hinter dem Raster. Okay, ich auch. Warte, ich pfeife mal. Über Raster? Lina, danke, Mann. Vielen, vielen Dank. Nico, danke für 43, Champion. Und wo bist du? Mal. Ich pfeife. Hörst du? Pfeif nochmal. Oh, Schere. Scheiße, es wird dunkel.
Ja, ich habe ein Versteck. Ich glaube aber, das Versteck ist gar nicht wichtig für die Dunkelheit, sondern nur, wenn dich das Ding verfolgt. Weil nachts kommt da, in der Dunkelheit kommt eigentlich nur Smeely und da wissen wir, was wir machen sollen. Nee, in der Dunkelheit kommt auch der andere tatsächlich. Der kommt, glaube ich, immer. Ja, ja, aber der kann halt in der Dunkelheit auch kommen. Okay. Also in der Dunkelheit sei ich da direkt versteckt für das sowieso besser bezahlt. Lini Bikini und Saw Cream, dankeschön für eure Resubs. Lini Bikini? Ja. So eine coole Zuschauerin habe ich, Kroko. Ja. Ich mache den Mutigen, sage ich. Oh, okay. Das ist wieder hell. Hm? Das sieht irgendwie nach... Nichts aus, okay. Schade. Phoenix! Nick Love. Okay. Ja, Ahmed, danke für Prime, Alter. Wir haben immer noch eins. Koko, du wolltest das zweite finden, ne? Was? Du wolltest das zweite finden. Wie das zweite? Garrett! Mit dem Tier 1, Bruder! Kuss! Oh, Garrett, Kuss! Chat, Garrett hat heute Geburtstag. Genau, wollte ich auch gerade sagen, er hat Geburtstag. Haut man Feels Birthday Man in den Chat für Garrett. Feels Birthday Man. Der ist 27 geworden, Oldertschke. Oldertschke. Bilal Feind. Auch pushing 30, he's pushing 30 for real, for real. Ja, ich habe halt schon mit Nick drüber geredet, so Nick glaubt halt, mit 30 fängt das Leben an und wenn Nick dann 38 ist, sagt er erst mit 40 geht's los. Nein! Das ist eigentlich ein sehr gesundes Mindset. Ich sage, es ist ein gesundes Mindset. Nein, ich sag das nicht mit Ende 30, ich sag mit Ende 20, zwischen 30 und 40 ist die Prime live, Digga. So. Ja, gut. Und bei allen anderen ist gerade der Prime, glaube ich, wieder verfügbar und die müssten bei uns reingebuttert werden. Ja, ich sag mal so, Alter. Level so. Das mit den Pushing 30 gehört oder so? Warte mal! Ein leuchtender Schacht! Kroko! Oh Mann, du Wichser! Ich dachte, ich hab den Ausgang gefunden, Digga! Dann chillt da so ein Kackbrä! Ich kann nicht mehr! Ja, der leuchtende Schacht. Doch mal wieder ein Bait! Du hast wieder reingebaitet, du Dreckiger! Oh. Charlie, Lisho, danke mal. Oh mein Gott, ja, was? Was ist denn? Was ist denn? Smeely! Wo denn? Digga, hast du Schizus? Oh mein Gott, Digga. Bro, ich dachte legit gerade, das ist der Ausgang von dem Level. Nico Nonke gifted a tier 1 sub to Glory Hole. Das kann ja... They have given 26 gift subs in the channel. Nicho Nonka hat einen Gifted Sub an Glory Hole geschickt. Ich verliere es. Wieso heißt das Spiel so wie der Song von Spieljunge Kati? Naja, ich glaube eher, der Song heißt so wegen dem Spiel. In the middle of fear. Okay, ich habe jetzt schon eine Sache feststellen können. Kann man mir Mansch? Was ist du? Ich habe eine Sache feststellen können. Was denn für einen? Okay, das ist eine IKEA-Anleitung. Also das Level, ja, aus der Vogelperspektive ist nicht rechteckig. Whistle Mardizzle gifted a tier 1 sub to Glory Hole underscore workers. Sondern they have given 51 gift subs in the channel. Prismatisch. Prismatisch. Ja, die Form kannst du nicht zuordnen. Nur verfickte Broschüren die ganze Zeit. Ey, dankeschön, Wizard, für den Gift an Glory Hole Workers. Da freuen sich gerade wirklich sehr viele, die ja für unsere Glory Holes arbeiten. Und Hetzende Hans, danke auch, Mann. Warte. Okay, also Pfeil. Meinst du die, jetzt mal ganz im Ernst gucken, meinst du die Pfeile sind Cap oder die sind real? Ich glaube, die sind giga fucking Cap. Wie schnell ging das Licht wieder an, Pac-Man? Ja, ich bin wieder bei den Schächten. Ohne Sinn. Bro, also jetzt mal ganz im Ernst, ich werde niemals hier einen Ausgang finden. Was ist das für ein Scheiß?
Also oder, nicht. Kroko, ist ein Ausgang in einen dieser Kästen vielleicht, wo man reinspringen muss. Digga, das hast du schon einmal gesagt. Ja, wir können das auch probieren mit den Kästen, aber ich glaube, es sind wirklich einfach nur ganz banal die Tasks. Nur ich weiß halt noch nicht, wie wir das machen sollen mit Video von Smiley, weil wir haben halt keine verdammte Kamera irgendwie. Ja, das stimmt. Ah, jetzt sind hier wieder die Pfeile bei mir. Mann, das nervt. Ja, ich bin wieder bei dem verwichsten Stuhl. Ah, da war ich auch eben, ja. Hörst du mich? Mach nochmal. Nee, nee, höre ich nicht. Gut. Ustello, danke für dein Tier 1. Oh. Ich habe eine Kassette, Freund. Boah, huge. Geil. Ja, damit haben wir 2 von 8. Das gefühlt schon 10 Minuten da drin, Alter. Oh, Steve, danke. Jetzt darf nur echt keiner sterben, ne? Ja, so weit waren wir noch nie. Ja. Und jetzt, das wäre sonst doof. Evangelia, danke schön für den Prime. Evangelia oder Evangelia? Evangelia, glaube ich. Das ist aber auch ein geiler Name, oder? Kranker Name. Stell dir mal vor, du heißt Evangelia und bist katholisch getauft. Nee, hier ist überall. Ich sehe kein drittes, Digga. Ich glaube, wir sollten die. Oh mein Gott, bei mir vibriert der Boden, Erdbeben. Okay. Asphelia auch, danke schön. Digga, was sind das für Namen? Asphelia, Evangelia. Was ist hier? Die klingt alle wie so Engel, Alter. Du hast katholische Gemeinde mit dem Chat. Legit, das sind so Engel einfach. Masterfell, danke für 29. Cool. Nee, Club Sharon 29 Monate. Nee, Masterfell ist der Erste, der dich empfängt mit Herberus oder wie der heißt da. Digga, bei mir kracht's komplett. Was denn? Das ist fies bei mir. Oh nein, bitte. Ich bin geil so in meinem Versteck. Ja, ich lass mir gut gehen. Erdbeben bekomme ich Flashbacks. Oh, scheiße, Bilal. Oh, ups. Oh ja, ja, Rafe ist danke für primatischen 9. Wie bitte? Hm? Wie hieß der? Hetzender Hans gifted Rafe a Tier 1 sub to Valisant. Ray? This is their this? First gift sub in the channel. Nein, tatsächlich Ray. Ja, wie Ray Charles. Ja, was passiert? Nico Nonke gifted a tier 1 sub to Glory Hola Gamer. Guck, ich glaub, der Ausgang ist offen. In the channel. Ja, dann geh rein. Nein, also der Sound, da müssen wir jetzt suchen. Wir müssen den Ausgang jetzt suchen. Das ist Schwachsinn. Doch! Ich glaube, den Ausgang sieht man immer nur im roten Licht. Deswegen. Also das ist wirklich also so realitätsfern. Oh mein Gott! Nee, ist nicht. Non ist real. Hast du mich gerade reingebaitet? Du hast ja das für Sounds auf einmal ist deine Kinder. Jerry. Digga, was macht der für Sounds, Digga? Bruder, so ein Dinosaurier. Ich schwör, Digga, solche Sounds macht mein Magen nach Mexikanisch. Also. Digga, der weint dann.
Nico, kann das sein, dass du nur im Versteck chillst die ganze Zeit? Nee, nur wenn Licht aus ist und der Arzt neben mir ist. Du kannst aber, wenn Licht aus ist, rausgehen. Bro, die ganze Zeit bei mir ist er ist direkt vor mir die ganze Zeit. Das glaube ich dir nicht. Ja, das ist mir scheißegal, ob du es mir glaubst. Weil der ist bei mir nämlich gerade. Nee, der ist bei mir. Nee, der ist bei mir. Dann pfeif mal. Komm an. Hallo? Komm an. Nö. So ein Captain, das ist krank. Digga, du musst doch eine Kassette finden, Digga. Ich bin die ganze Zeit am Suchen, aber ich habe das Gefühl, du suchst nicht. Ja, wir haben jeweils eine Kassette, Digga. Du musst dich entspannen. Alter, der Blauwal, ja. Los. Taubenus, danke. Nietzsche und Nonka, dankeschön für den Gift an Glory Hole Gamer und Hetz und Hans Kuss für den Gifted. Glory Hole Gamer ist ja auch interessant, sag ich. Wie viele können da mitmachen? Ich glaube, das ist 1 bis, war das 5 oder 6 sogar, Chat, oder? Mehr als 4, habe ich gesehen. Meine ich. Ich habe das Gefühl, du bist tot. Warum? Was? Was redest du? Naja, danke, anonymer Gifter, für deinen Giftsub, Freund. Was? Ich glaube eher, du bist tot. Kann das sein? Bist du wieder runtergefallen? Naja. Ja, okay. Und warum wirfst du mir das vor? Ja, irgendwie, keine Ahnung. Ich höre dich nicht pfeifen, nee, gar Klaff. Nicht. Bro, ich höre dich auch nicht pfeifen. Nur bei mir. Hä? Ach so. Ich höre das nicht. Ayumix, danke. Und Mintel auch. Ja, eben, aber da musst du ja suchen. Das Monster ist die ganze Zeit bei mir. Ich suche die ganze Zeit Tapes. Koko ist... Okay, ich bin tot. Seit 15 Minuten. Ich konnte das einfach nicht mehr, Digga. Als ob ich jetzt da noch irgendwie noch weiter erzähle, Digga. Ich hatte keine Energy mehr für den Scheiß. Mach einfach, Mann. Oha, huge, 3. Oh Gott. Ja, wie sauer er jetzt ist. Ist der sauer? Digga, stell dir vor, er spuckt so richtig beim Reden. Also, du hast meine dritte Kassette. Was? Du meinst, ich... Nimm doch eine Kassette, ich bring dich um! Wie so ein Kind am Spielplatz, Alter. Spucken redet! Pfeile hinter dir. Ah, okay. Ey, scheiß auf die Pfeile, Digga. Aber guck mal jetzt mal ganz im Ernst, was glaubst du, was passiert, wenn du diese 8 Tapes gefunden hast? Dann baust du dir aus diesen 8 Tapes einen Ausgang, oder was? Ja. Schere. Smiley. Ich hab voll Paranoia, Digga. Hinter dir. Bro, das war ein Joke. Komm da raus. Nee, da war... Ich will nicht, was dunkel ist. Das Spiel heißt auf Steam Hentai Killer 3D. Gut. Habe ich dir schon mal erzählt, dass ich ab und zu Hentai Chess spiele auf Steam? Bitte was? Privat oder on Stream? Ja, natürlich privat, ist ja toss. Ist es, also sieht man da richtig Möpse? Ja, wenn du gewinnst. Sieht man Scheiden? Nee, glaub nicht. Okay, Möpse reichen auch. Also kann sein, dass man bei dem 2000 Elo-Hentai-Boss Scheide sieht, aber so gut bin ich leider noch nicht.
Hä? In Klammern, schick mal Link. Ja. Ja, das ist wirklich krass. Also, das ist wirklich, das sind wirklich taffe Schachbots. Aber du wirst halt belohnt, ne? Wenn du, huge. Wenn du halt krass in Schach bist, na, dann siehst du halt auch Titten, ne? Okay. Aber du kannst sie doch einfach googeln. Weißt du, was ein weiser Mann mal gesagt hat? Was hat ein weiser Mann hat mal gesagt, wenn du Schach spielen kannst, dann bist du ein Gentleman. Aber wenn du gut Schach spielen kannst, dann hast du dein Leben verschwendet. Oh. Das ist actually fucking real. Oh. Oh, Salame. Und was ist, wenn man Schach spielen kann und Hentais guckt? Was ist man dann? Ich bin dead. Oh Gott. Die Mechanik hat er noch nicht! Die Mechanik hat er noch nicht! Freddy motherfucking Mercury! Ich habe die verfickten Beine gebrochen, Alter! Ich bin der fucking Curry! Holy shit, dude! Das ja, war huge. Das Escape to get. Achso. Okay, Hentai Chest. Ne, den Alarm warte ich ab. No reason, Alarm abzuwarten, weil da wird der Ausgang angezeigt. Und die Tapes leuchten gelb. Ein weiser Mann meinte mal, du denkst, du spielst Schach, aber du spielst kein Schach, Digga. Du spielst Schach gegen dich selber. True. True. Dream Eater, danke. Ich glaube, Hentai Chess kostet nur 1 Euro, Chat. Oder das wird der best investierte Euro, den ich jemals hatte. Dude, das ist crazy, weil du hast halt wirklich eine Motivation, gegen manche Bots zu gewinnen, ne? Ja, weil du am Ende sehen möchtest, was sie für Bedonkers hat, ne? Mhm. Okay, check. Ich glaube, so könnte ich alles im Leben schaffen. Ja, das habe ich mir auch schon mal überlegt, dass es so... Oder? Wenn es so als Belohnungssystem immer mal ein paar Tipps gibt. Ja, vor allem, es ist halt so richtig so primatisch einfach, ne? Ja, das ist komplett. Also jetzt würde uns hinten so wieder so ein Schwanz wachsen und wir würden gleich auf den Baum springen. Ja. Die Urinstinkte eines Mannes wächst du und stimulierst du damit? Mit deinem Johannes. Ja. Okay, check. Smacks it up. Pipo poo poo. Geil, das ist doch alles wieder gut abbezahlt, sag ich. Auf jeden Fall. Oh, Trixie, danke für 16 Monate. Chat, was ist so euer größtes Belohnungssystem? Also was macht ihr, beispielsweise ihr müsst jetzt eine Stunde lernen. Was macht ihr danach, um euch darauf zu freuen, dass ihr dann das Lernen geschafft habt? Digga, Toast. Für jede Stunde lernen? Digga, wieso schreiben alle Wichsen oder Koksen, Chat? Keins von den beiden macht ihr. Okay, das eine vielleicht schon. Koksen. Ja, also beides ist krank. Okay, dein Belohnungssystem ist League spielen. Wenn man sich denkt, okay, ich lerne jetzt eine Stunde und dann gehe ich einmal Wichsen, das ist wirklich krank und besorgniserregend. Das ist halt wirklich ein bisschen gestört, Digga. Vor allen Dingen, weil Lernen und Wichsen gleichzeitig geht, theoretisch. True, also, boah, das Periodensystem, boah. Auf die Hände, boah. Mm. Boah, ich steck mal die fickende Drohne rein. Lithium, mm. Boah, du kannst mal mein Edelgas kosten. Boah, Bruchrechnen. Mr. Beaksy gifted a tier 1 sub to Croco 5 Sneaks Glory Ho, yeah. They have given 10 gift subs in the channel. Du kannst gleich mal meinen Schwanz integrieren. Boah, okay, der war geisteskrank, Kroko. Der war wirklich geisteskrank an der Stelle. Jesus Christ. Ey, Pexi, danke für den Gifted Sub, mein Freund. Pepe Anakin. Ich werde meinen Sohn Toji Fushiguro nennen. Das ist geisteskrank leider, ne? Siehst du, ich hab so einen TikTok-Kommentar gelesen von einem Japaner, der halt meinte so, yo, weil einer wirklich seinen Sohn Toji Fushiguro genannt hat. Nein, echt jetzt? Und da meinte einer so, ja, da meinte halt ein Japaner so, yo, das hört sich vielleicht im Japanisch, also im Amerikanischen super cool an, aber es ist super wack auf Japanisch. Und das würde legit jeder auslachen in Japan, wenn er sich vorstellt als Toji Fushiguro. Echt jetzt? Jo. Warte mal, hä, ich brauche nur noch eine Kassette. Ich würde, glaube ich, meinen Sohn Musashi nennen. Boah, das ist krass, aber bei mir, in meiner Volksschule war einer, der hieß Musashi.
Wirklich? Ja. Crazy. Oh. Alle 8 Kassetten. War grade in Düsseldorf, grade geiler Rahmen, Essen und Joe, jetzt bin ich hier. Danke für 10. Hoffe, der Rahmen hat geschmeckt. Warst du bei, wie heißt der Rahmenladen nochmal? Kroko, wie heißt der Rahmenladen nochmal? Takumi. Danke nicht. Meine Tochter soll Saya heißen. Boah, bitte nicht, Shex. Mach es nicht. Was für Saya? Saya? Ich muss mich ganz kurz beruhigen, ich bin super angespannt. Aber das Ding ist... Hatte ich massiven Dünnschiss? Okay. Gut, danke für die Info, Nathalie. Ich nenne meine Tochter Nick. Bro, was? Ich nenne meine Tochter Jürgen. Okay. Mein Sohn wird Zangief heißen. Wer ist nochmal Zangief? Kenne ich. Ich habe mal einen Zangief gehört. Meine Tochter wird Kunigunde Hannelore Jochen Franz Junior. Ja, okay, jetzt reizt. Ach, Street Fighter, genau, true. Der Priest, ne? Gabi Fortnite. Also, ja, das wäre halt einfach wirklich ein Goat, wenn ihr die einfach Gabi nennt. Gabi ist auch so ein nicer Name, ne? Gabi einfach. Gab. Leute, bei so vielen Vorschlägen wie, und Leuten, die schreiben, ihr würdet eure Tochter Nickbeats nennen, würde ich tatsächlich für euch wünschen, dass ihr keine Tochter bekommt. Tatsächlich. Digga, auf C ist die Kamera. Wie auf C ist die Kamera? Bist du in Valorant oder was? Oh mein Gott! Ach so, wir haben eine Kamera! Okay, ich muss jetzt nur noch während einem Stromausfall filmen. Ja, mach doch jetzt, ist gerade! Nein, das ist nicht. Ich hab gerade schon versucht. Okay. Es ist wirklich dunkel sein und ich muss. Und ich glaube, mit Pitfall meint man die Wand. Wie, die Wand? Ich glaube, ich muss einen Smiler finden, was du vorhin gesehen hast, der auf der Wand gezeichnet ist. Oh, den habe ich gesehen. Ja, das ist natürlich unbezahlt jetzt, ne? Ich werde halt Geisel gehalten von dem Arzt gerade. Der ist weg. Nee, der macht noch immer diese Sounds. Ja, schau. Ey, Mann, es ist so close. Yippie, nee, Kluff. Ey, yo. Paul, das war ein Name. Ich nenne meine Tochter Gubi Fortnite oder Donor Dampfschiffe Selectricitaten Hortbett Riebsatbohren zu Bintang ist selbst schade. Das Fortschritt, wenn ich das Mikro angefasst hab. Digga, was geht mit deinem Mic, Alter? Hä? Was hab ich denn gemacht? Ich schwöre, ich hab nur meine Hand hier drauf gelegt. Was ist passiert? Ja, weiß ich auch nicht. Ich hab da nichts extra gemacht. Okay, ich fasse es nicht mehr an. Sorry. Jetzt rauscht's. Digga, der Typ muss sich jetzt endlich verpissen, Digga. Besser? Ja. Jetzt rauscht's nicht mehr, oder? Das Ding ist, ich glaube, das ist so wie bei Devour, dass wenn du halt alle Kassetten hast, dass er halt giga angry ist. Nee. Du musst jetzt einfach mal aus deinem Versteck rausgehen, Kroko. Ich möchte Content bekommen. Das vibriert die ganze Zeit. Schau, da ist er wieder. Da ist nichts. Da ist er. Okay, wait. So, Kroko, ich will jetzt hier langsam mal, dass du dein Versteck verlässt. Nee, du hast eine VHS-Kassette gefunden.
gefunden, ich habe 7 gefunden, ja? Mit allen Spielen, die wir jetzt schon verbracht haben, habe ich genauso viele VHS-Kassetten gefunden wie du. Das ist schon der 4. Try und das ist deine erste VHS-Kassette, die du überhaupt gefunden hast. Meinst du meine ersten 7? Deine ersten 7, ja, und wir haben 7 Tries schon gehabt und ich habe jedes Mal eine gefunden, und doch, so. Es ist ganz einfach, wenn du Content haben willst, dann überleb halt. Ich will dann so auf Level weiterkommen. Ja, also du musst den jetzt aber auch nicht immer wütend machen, oder? Nee, du fuckst mich gerade zu sehr ab. Digga, ich bin wirklich nur rausgegangen jetzt, weil du dich die ganze Zeit abgefuckt hast, Digga. Ich hätte das Level einfach Scooby schaffen können, wenn wir so ein Spiel Scooby Fortnite, wir noch 5 Minuten jetzt oder 10 Minuten in den Level verbrannt, dann hätten wir es geschafft. Und jetzt wir wieder in dem verfickten Lift, Alter, und starten von neu. Wieso hast du neu gestartet, Kroko? Was heißt, wieso habe ich neu gestartet? Ja, du warst doch gerade im Versteck. Ja, und ich bin rausgegangen, weil du mich dicht gelabert hast die ganze Zeit. Hä, bei mir bist du aber nicht gestorben. Doch, ich bin gestorben an dem Fickvieh. Okay, also auf C ist Kammer... Ja, filme die Pitfall, das hast du schon geschafft. Darf ich mal ganz filme kurz... Filme Bacteria? Was ist das? Das ist Bacteria. Was ist Chat... Ach, hä? Bacteria ist bestimmt auch ein Gegner, oder? Doch, Bacteria ist das verfickte Ding, was dich getötet hat. Ich glaube, das ist Bacteria, dieses große... Okay. Okay, dann lass jetzt nach den VHS-Kassetten und nicht sterben, Kroko. Danke für nochmal 5, Marvin. Ich heiße Marvin! Oh nee, Digga, meine Kamera ist schief. Nicht das Poster. Digga, Chat, bei euch sieht das Poster jetzt legit gerade aus. Und bei mir ist es legit komplett schief. Okay. Kroko, ich bin tot. Kannst du nochmal starten? Nee, das ist ein Joke, oder? Ah, ja, ja. Ist wichtig, Dad? Ja. Was sind die verfickten Raster, Alter? Ja, da, ich hab ihn. Kroko, was machst du da? Du starrst bei mir die scheiß Decke an. Okay. Also neue Info, Smiley. Kann dich nicht töten, aber der erschreckt dich. Okay. Spring einfach in das Gitter rein. Da. Ja, mache ich auch. Okay, perfekt. Wenn du jetzt so random den Ausgang findest, das wäre so geil. Boah, da war doch was gerade. Fuck. Wir müssen noch einen Smiler filmen, ne? Es gibt im Harz so eine Westernstadt. Boah, ich will auch wirklich, ich will auch in so einen Saloon rein. Oh. Dann müsste ich mich aber auch, ich will auch mindestens eine Flasche jemandem auf den Kopf hauen. Fuck, warte, ich muss den filmen. Das ist halt quasi Körperverletzung, nie genau. Wo war? Hast du Smiley gefilmt? Ja. Ja, stark. Ja. Muss ich's nicht mehr tun, yeah. Okay, wir brauchen noch 4 Kassetten. Okay. Das Geile ist, dass Chat nicht mal weiß, was eine Kassette ist. Die kennen nicht mal mehr CDs, weißt du? True, die kennen nur noch MP3. Die denken so, hä, Videos macht man noch mit dem iPhone? Ja. Wofür brauchte man eine Kassette? Ja, true. So crazy. So old, sorry, Mr. Pushing 30. Dude. Ja. Ich sag mal, lieber bist du alt und greisig, aber weißt, was eine VHS ist, als jung und weißt, wie der TikTok-Rhythmus funktioniert, Digga. Boah, Based, Alter. Based Takes, sag ich. Ja, Mann. Die Kids müssen sich erstmal entspannen, sag ich. Hey! Hey! Geiler Hintern!
Zeig mal, Püppi! Oh! So ist geil! Ich hab nur schauen, nicht angreifen! Achso, nur schauen, nicht angreifen! Sonst kommt Bobby! Nick denkt seine Kuh. Nein, ich weiß, meine Community. Warst du schon mit dem Stuhl abchecken alles? Ich hab schon den Stuhlgang gemacht, wenn du verstehst, was ich meine. Gut. Digga, weißt du, wer das auch richtig krank ist? So ein Backrooms RP. Ich muss die Schere heben. Was hast du gemacht? Du bist nicht wieder da runtergefallen, Koko, oder? Das Vieh jagt mich. Okay, also du lebst noch. Ich lebe. Okay. Fuck. Das überlebst du. Also stell dir vor, so ein riesiges Backroom-Game, wo es so richtig, wo es so wirklich so 150 Level gibt oder so online. Ja, noch mehr, einfach wirklich, so 1000. Und du wirklich Spieler einfach so auf so den Etagen treffen kannst. Okay, das wäre big. Das wäre echt big. Und du hast dann so bei Level 133 hast du dann schon so die richtigen Veteranen, Alter. Digga, die haben dann so Bart und sowas und sagen... Ja, Mann, aber auch IRL haben sie dann schon Bart, weil du brauchst sicher ein Jahr, um dorthin zu kommen, wenn du permanent spielst. Du hast aber auch so diese, die ein bisschen durchgedreht sind während des Spielens. Die da hörst du dann immer... Gugu, gaga, gaga, gugu, gugu, gugu. Genau die. Digga, es kam noch kein Alarm. Wir haben auch schon verdächtig lange keine VHS-Kassette mehr gefunden. True. Sag ich. Was auch krass wäre, ist, wenn du dann so irgendwann in diesen Backrooms kannst du dann so deines, da kannst du so Skins kaufen, kannst dich halt als Monster verkleiden und sowas. Und so kleine Neuankömmlinge, die so gerade in den ersten Raum kommen, so erschrecken. Das würde ich die ganze Zeit machen. Chat, wenn ihr eine VHS seht, einfach mal VHS in den Chat reinschreiben, ja? Okay. Warum schreibt jetzt schon jemand VHS? Ja, Bruder, was hast du erwartet? Naja, ich hab's ja gesagt. Dann, wenn sie eine sehen. Ja, Trollface. Du musst mir noch mal ein bisschen erklären, wie das Ganze mit dem Twitch funktioniert auch. Da gibt's ja ich auch soll so... Ich dir das erklären. Ja, wie geht das? Oh, man muss halt live gehen. Und das reicht schon als Voraus? Du musst einfach live gehen, Digga, und auch mal ein bisschen die Wave abchecken, ne? Ist das so ein cooler, so ein Hipster-Begriff? Ja, die Wave abchecken halt. Was heißt das? Bin ich Surfer oder wie? Ne, die Welle, wo die Leute so comedy-technisch auch schon so ein bisschen surfen. Und das machst du quasi, das ist quasi dein Erfolgsrezept, würdest du sagen? Ich habe kein Erfolgsrezept. Aber ambitionierte Streamer machen das wahrscheinlich, ja. Ja, Chat, die VHS habe ich aufgesammelt, tatsächlich, danke. Kann jetzt nochmal ein scheiß verfickter Alarm kommen? Wir haben übrigens 7 von 8, eine fehlt noch. Die letzte VHS fehlt. Ja, und ich werde down gechased und ich finde kein Versteck. Oh mein Gott! Schere, verdammt. Ey, Gigo, du Geiler. Danke, Mann. Ja, du musst die letzte finden, Nick, bitte. Ja, nicht nur das, ich muss auch noch im Alarm, muss ich auch noch Foto machen. Ja gut, aber den kannst du einfach ja! Campen. Sag mir ehrlich, Chat, wer ist da gejumpt gerade? Und jetzt geh einfach in dein Versteck und warte auf den Alarm. Was? Hä? Ja gut, Bruder, du sollst ja nur 8 finden, Digga. Das ist scheißegal. Oh nein, uns fehlt nur noch ein Task und ich geh in den Wahnsinn. Nick, du musst dich jetzt beruhigen, du darfst nicht dem Wahnsinn verfallen. Ja, das ist Scooby Fortnite.
aka Mario. Nick, wusstest du, dass ChatGPT denkt, dass mein wahrer Name Fabian Sigismund ist? Ja, das hast du mir schon mal erzählt. Sorry. Na, jetzt aber auf Alarm warten. Und dann ist das Ganze auf Jupiter. Und du meinst, wenn ich jetzt auf einen verfickten Alarm warte, dass wir dann ins nächste Level kommen? Ich glaube, das ist Cap. Ich glaube, das sind legit Sidequests. Okay, ich mach jetzt. Film jetzt. Film. Du sollst einfach nur filmen. Zum verfickten Fahrstuhl zurück? No way. Das ist respektlos. Chat, wo bin ich? Wo soll der Fahrstuhl sein? Ja, deswegen musst du jetzt halt herumlaufen und im schlimmsten Fall schauen, ob du das Band findest. Das was? Das Band. Ach, das Band. Also lauf halt herum, schau, ob du es findest und sonst vielleicht findest du das Band. Okay, das Band wäre wirklich praktisch. Aber der Fahrstuhl war ja auch eher mittig. Hier ist Meli. Digga, eigentlich müsste der doch echt zu finden sein, oder? Da vielleicht so? Hm. Ja, ich würde auch. Boah, das sieht ja so groß alles aus. Geh mal rechts, schau mal rechts. Boah, nee, der ist richtig aggressiv jetzt gerade auf mich, Krok. Und der wird mich hart chasen. Ich muss das jetzt finden. Auf die Kassetten aufzusammeln. Ist in den Löchern. Oh, da hinten vielleicht? Ne, da ist der Stuhl. Ja, aber warte. War der Stuhl nicht in der Nähe? Schau mal, ist das Band beim Stuhl? Ne, oder? Ne. Ich glaube, so der einzige Anhaltspunkt für den Fahrstuhl ist auch das Raster. Das Raster ist immer ziemlich in der Nähe. Auf dem das Band ist bei den Löchern, in dem du immer runtergefallen bist. Nee, immer. Excel. Immer. Ja, die Löcher werden auf jeden Fall gut bezahlt, wenn du die findest. Ja, bei den Löchern, da ist es nicht mehr wahr. Help. Help uns. Und noch ein Smiley. Okay. Bitte, 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 bitte. Du musst in die andere Richtung, da warst du schon. Bro, nicht Licht aus jetzt. Riesengroße Probleme mental und gesundheitlich. Bro, ich lauf doch. Mann, wo ist dieser verfickte... Wo ist dieser verfickte... Auf die verdammten Kassetten aufzusammeln. Das kann nicht sein, Digga. Das war so ein großer Raum. Da muss man doch irgendwie wieder hinkommen. Okay, wieder Licht. Sehr gut. Yes, okay, okay. Okay, okay. Sieh das okay. Band? Wahrscheinlich auf der anderen Seite. Ja, du kannst ja geradeaus okay, überlaufen. Coco, trust me. Ja, ich truste das. Ich wenn du deine Maus nicht bewegst, dann ist gut bezahlt. Ich muss lachen. Okay, wo ist das Band? Hä? Na, Schere. Scheiße, oh nein. Was ist, wenn Smiley jetzt kommt auf den... Oh nein. Irgendwo muss dieses... Nicht da geradeaus gehen. Warum?
An der Wand gehst du down, ne? Ah nein, es geht sich aus. Geht sich aus, ja. Wie man auf gut wienerisch sagt. Colon B. Geht sich aus, ja. Okay. Haben die das Band vielleicht abgenommen? Nee, ich glaube das Band, ja, ist... Ja, Schere, lauf einfach herum, Digga. Solange du nicht stirbst, wirst du es irgendwann finden. Meinst du? Aber das ist weird, weil ich habe auch so, Digga, also wir laufen halt ultra viel rum. Yo, 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 wir sind 500 Smilies. Ich habe den Fahrstuhl auch irgendwie nie wieder gesehen. Oh, nee. Okay. Ey, wie unlucky ist das bitte? Ich trau mich halt auch nicht, danke Vanessa, ich trau mich halt aber nicht, von den Löchern so weit wegzugehen, weil es ja in irgendeiner Richtung von den Löchern muss es eigentlich sein. Und wieso gibt es hier kein Band? Warte. Warte, was leuchtet denn rot? Was leuchtet da? Ist das der Aufzug, Chat? Maybe, ja. Was sonst? Ja, wenn es rot leuchtet, das kann schon sein. Bro, aber nee, da kannst du nicht, da kannst du nicht drüber, da kannst du nicht drüber. Da kann ich nicht drüber, ne? Da kann ich nicht. Nee, nee. Oder du hast alle Zeit der Welt, du kannst auch raus rumgehen. Alle Zeit der Welt, außer das Vieh kommt gleich. Ja, ja. Okay, okay, okay. Ich kann hier einfach außen drum laufen. Bitte, 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 bitte. Komm schon, hier war es irgendwo. Oh ja. Oh ja, ja, da ist er, da ist er. Let's go! Das Exit-Schild! Oh! Das ist so wichtig. Und wieder mal hat Nickbit das Ding alleine gecarried. Das ist respektlos. Warte, wo? Und jetzt? Also auf den Fahrstuhl drücken. Na, schau. Wo geht's hab jetzt ich jetzt solo gecarried, sonst wär's jetzt für immer im Fahrstuhl gewesen. Stell dir vor, wir hätten einfach beide überleben müssen, sonst geht's nicht. Bist du wieder da? Nee. Der Fahrstuhl ist stecken geblieben. Ah, Schere.